ist immer so, hab immer ein paar Sachen gesammelt, falls man die für eine Quest braucht. Gute Nacht. Guck mal, ich habe sogar Geld verdient für uns. Moment, du aber auch. Ja. Sehr gut. Wieso schmeißt du das Harz weg? Das braucht man auch. Harz habe ich nicht weggeworfen. Das war dein Harz. Echt? Ich habe Harz. Nee, ich habe kein Harz. Ich habe kein Harz weggeworfen. Ich habe bloß diese Büschel weggeworfen. Und guck mal, es regnet. Guck mal, es regnet. Weil ich die Kleinen immer wachsen lasse eigentlich und dann erst abgemacht habe. Die sind im Weg. Wieso? Du willst doch hier gar nichts pflanzen. Wieso nicht? Das muss alles bepflanzt werden, hallo? Ende des Sommers muss ja alles voll sein. Wir sind im Frühling. Ende des Frühlings muss ja alles voll sein. Okay. So, alle Kisten um und in meinem Haus sind tabu, ja. Alles klar, erstmal in die Kisten untersuchen und leerräumen. Ich hab Müll gefangen, yay! So angelst du denn schon wieder? Wenn ich Zeit hab. Ich geh mal Samen kaufen. Oh, Mittwoch ist Ruhetag. Dann müssen wir zum Julia-Markt gehen. Zu was für einem Markt? Rechts oben ist noch ein Supermarkt, der böse Kommerzmarkt. Ach, nein, da kaufe ich nicht ein. Hab ich aber gerade schon gemacht. Wie jetzt? Der ist teurer als der andere und außerdem ist der voll... Hey, der ist nicht teuer, der ist billiger. Aber er ist voll doof. Ich hab da die ganzen 3 Jahre kein einziges Mal eingekauft. Ich habe einen Waldspringer bekommen. Das ist mir egal, du kaufst nicht mehr in dem blöden Supermarkt von uns. Da haben wir unseren Blumenkohl hergekauft, ja? Weil der andere schon zu hatte. Den werde ich nicht essen. So ist ja auch nicht, wir wollen verkaufen. Weil wir sind auch Kommerz. Den werde ich nicht verkaufen. Er wird verbrannt. Ich habe meinen schon einen Silbersternfisch gefangen gerade. Gleich irgendwas Hübsches. Ich will mit dir reden, ich will nicht kaufen. Hallo. Ah, Bürgermeister Lewis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Wer bist du, hübsches Mädchen? Du liest den Kram echt vor. Hallo. Ich jetzt auch. So. Ah, hier ist der Bürgermeister, ist auch zu mir gekommen. Ich will nur sicherstellen, dass Manis Geschäftsanforderungen alle erfüllt werden. Ja. Zufällig mal vorbeigekommen. Oh, jetzt das zu mitnehmen. Wilder Meerrettich. Das ist doch hier das Mädchenhaus. So. Wo läufst du eigentlich rum? Jemand Fremdes? Hallo? So. Ich mach das jetzt auch. Dann merkst du mal, wie irritierend das ist, wenn plötzlich jemand mit verstellter Stimme irgendeinen Käse erzählt im Hintergrund. Finde ich nicht, dass das Hintergrund ist. Es ist hier alles Vordergrund. Ich suche die Mine. Ich wusste gerade nicht mehr, wo die war. Aber jetzt ganz rechts oben. Ist mir da eingefallen. Ja. Aber da kommt man noch nicht durch. Ich bin erst noch beim Giftmüll. Ja, halten wir mal fest, du hast ein anderes Ordnungssystem als ich. Ich ordne tatsächlich erst, wenn ich wirklich viel habe. Hallo. Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Aber du siehst in Ordnung aus. Finde ich gut. Mit der anderen Neuen, die im Dorf ist, darfst du aber nicht reden. Die sieht immer ein bisschen komisch aus. Die entführt kleine Kinder. Ich brauche dringend eine Facecam. Das ist ein Hass in meinen Augen. Den kann man einfach nicht verbal äußern. Das geht nicht. Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber du, das ist okay. Ich bin Jodi. Cool. Wer spielt hier oben Gameboy? Darf ich mitspielen? Ach, Sam. Eine Sekunde, ich muss dieses Level schaffen. Sekunde ist vorbei. Gib mir den Gameboy. Ach, Mann. Bin ich gut genug befreundet mit Haley, um jetzt in ihr Zimmer zu gehen? Moment mal. Ich weiß gar nicht, was sie verpasst. Ach, da rennst du lang. Ah, Lea. Hallo. Es ist nett, dich kennenzulernen. Dankeschön. Das hat sogar gepasst. Ach, man muss sie ja nochmal ansprechen, gell, wenn die einem Quests geben sollen. Muss man? Achso, ja, weil sonst... Also sie sagen dann zumindest noch was anderes. Ich habe mich immer über das klapprige Bett beschwert, aber ich bin mir sicher, tief drin hat er dieses Haus geliebt. Was sagst du uns noch? Noch irgendwas? Die reden nämlich weiter, wenn du sie nochmal anklickst. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. So, wir verkaufen das ganze Dorf, richtig? Wie? An den Julia-Konzern, weil der will das hier ja alles aufkaufen. Nein. Das habe ich das verstanden. Machen wir doch. War doch die Abmachung.
Wir wollen Geld haben. Wir wollen alles Geld aus dem Dorf rausholen und dann verpissen wir uns und machen uns ein schönes Leben. Moment mal, du hast vorhin gemeint, du möchtest meine moralischen Werte nochmal überprüfen müssen, ja? Also war das der Test, ja, hallo? Nein, wir verkaufen das Dorf natürlich nicht. Kann man das überhaupt? Also zumindest wirst du mal gefragt, ob du das Gemeindezentrum aufbauen willst oder irgendwie verkaufen willst. Ich glaube, das Gemeindezentrum kannst du irgendwie verkaufen. Nee, das bauen wir natürlich auf. Das ist so viel cooler und es bringt auch viel mehr. Mit diesen süßen kleinen Viechern, die man da dann irgendwie hat. Wir hätten mehr Samen kaufen sollen. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt eigentlich noch irgendwas, was wir irgendwie pflanzen könnten? Nee, ne? Ich besorge mal was, ne? Dann hacke ich noch ein bisschen. Nein, du kaufst es nicht in dem Supermarkt ein. Das ist oh eh Mann! 20 Uhr. Der hat Mama. 20 Uhr schon zu. Macht der 20 Uhr zu? Ich dachte, der hat 24/7 offen, weil es ein Supermarkt das ist. Das ist ja noch schlimmer. Nein. Wir unterstützen keine Großkonzerne. Der Jojo, ne Joja ist der Großkonzern hier in der Welt, ja. Ja, deswegen gehen wir, unterstützen wir dich nicht. Du kommst jetzt nach Hause und gehst ins Bett. Aber Frauchen, ich habe noch so viel Energie. Dann müssen wir was anderes machen. Wir schlafen ja nicht mal in einem Bett und gerade bin ich sehr froh darüber. Dann hack noch ein bisschen Holz oder so. Das kann man immer machen, wenn man zu viel Energie hat. Ich verkaufe jetzt den Müll. Mehr. Hier. Müll wird verkauft. Also ich habe jetzt schon alles an Energie verbraten, die ich habe. Dann kannst du nicht schlafen, jetzt wird halt Holz gehackt, ne? Außer direkt vor deinem Fenster hoch. Ja, yeah, ist schon in Ordnung. Ich brauche Platz für weitere Sammeltruhen. Ich tu dir keinen Willst Zwang du jetzt an. Ein Labyrinth aus Truhen bauen oder was um dein Haus drumherum? aber das hat alles bei mir eine feste Ordnung. Warum überhaupt hinters Haus? Wie hinters Haus? Warum nicht einfach alle Truhen nebeneinander und dann in jeder Truhe was anderes? Ja, dass man immer so schön drankommt und gerade habe ich da nicht so viel Platz. Ich mache dann später, wenn hier Platz ist, zwei Reihen mit Truhen. Natürlich. Weil man zwei Reihen von Truhen, glaube ich, bin mit drei Truhen zurechtgekommen oder sowas in dem ganzen Spiel. Du hast halt nicht gesammelt, meine Güte. Ich schick dir mal nach, wie wir gespielt haben, einen Screenshot von meinem Lager aus dem letzten Spiel. Wie kann ich denn noch gleich Gegenstände verschieben? Keine Ahnung. Das war sogar schon die Frage. Übrigens. Ich wollte irgendwas hinten dranhängen, aber ja. Kann man noch Saat bekommen? Ich habe nämlich noch gemischte Samen bekommen vom Abbauen. Ah ja, natürlich. Beim Finden. Aber, Was ist ein aber? Ich möchte meine Tour machen keine neue Tour. Hinstellen. Ich schlaf mal. Nee, komm nicht mit. Ab 0 Uhr kriegt man doch sowieso auch Schaden, oder wie? Ich glaube, du bist nicht mehr richtig erholt, wenn du am nächsten Tag aufwachst. Hm. Ui, Sammelstufe 1. Jupp. Neues Erstellungsrezept, wilde Saat. Müsli-Riegel können wir machen. Oh, ein Müsli-Riegel wäre jetzt geil. Ich esse gerade Bananenchips. Was denn? Ich habe heute Abend eine Suppe gegessen und heute Abend heißt 5 Uhr. Ich will ja abnehmen und jetzt habe ich wieder Hunger. Also hör auf, irgendwie so von so. Das ist super, dass ich dann schon seit einer halben Stunde die ganze Zeit vor mich hinmampfe. Ja, das ist schon schlimm genug, aber gut, Bananenchips mag ich eh nicht. Sind wir mal ehrlich. Wie kann ich denn jetzt Sachen verschieben? Hey, Scheißvogel! Er hat unsere Saat geklaut. Ah, wir brauchen eine Vogelscheuche. Können wir aber noch nicht bauen. Schlecht. Sachen verschieben. Wie ging das? Keine Ahnung. Damit noch mehr Stöcke, die ich dir zeigen kann. Wir haben fast kein Geld. Was wollen wir denn für Samen kaufen? Welche, die Geld bringen? Was alle sind, deswegen Geld. Mir egal. Also warte mal. Wovon sollen wir jetzt leben? Hast du mir überlegt, wie wir Essen so bezahlen sollen? Wir haben immer noch 7 Dollar. Das ist 7 Gold, ja? 7 Gold, davon kann ich eine ganze Woche leben. Wenn du also so viel frisst, musst du gucken, was du machst. Ich würde behaupten, von 7 Gold könnten wir heutzutage noch einiges länger leben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Goldpreise aktuell sind. Kommt doch an, wie viel Gold, ne? Hast du unser Feld schon gegossen? Bin gerade dabei. Wahnsinn. Ich bin ganz erpicht. Ich habe erpicht? Hast du gerade ein neues Wort gelernt, das du gerne benutzen möchtest, oder was? Kennst du das nicht? Schon, aber erpicht passt doch gar nicht. Erpicht ist doch, wenn du etwas gerne machen möchtest. Erpicht auf etwas sein heißt, ich will das gerne tun. Nee. Doch. Ich kenne das anders. Ja, bei euch kann man halt kein Deutsch.
Facecam. Okay. Hier, ich hab was Klebriges. Möchtest du es haben? Möchtest du es haben? Ich habe was Klebriges in der Hand. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich will jetzt endlich mal diese Kennenlernen-Quest erledigen. Ich gehe mal ein bisschen im Dorf rumstrummern. Mach ich mit. Nimm ihn mit, Mama! Verboten. Nimm ihn mit! Jetzt ist schon der Moment gekommen, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, mit wem ich gesprochen habe. Weißt du, ich werde mich wiederholen. Oh, hör doch auf zu knuspern da, ey. Na gut. Ich geh gleich was zu essen holen. Ich hab mir heute zwei, weil es im Angebot war, zwei große Oreo-Milka-Tafeln geholt. Richtig große. Oh, die irgendwie 300 Gramm Packung oder so. Super gut. Werde ich dann bestimmt nachher noch ein Stückchen essen, wenn wir hier fertig sind. Tatsächlich mag ich Oreo-Kekse so nicht, aber die Oreo-Milka-Schokolade ist super. Du musst ja eine neue Stream-Partnerin finden. Wie lange hat's gedauert? Schokoladenentzug. 52 Minuten hat's gedauert, sehr gut. Was? Ich bin 52 Minuten online und jetzt hast du gesagt, ich will nicht mehr mit dir streamen. Ja, ich ignoriere dich jetzt auf den restlichen Stream. Ich werde nicht mehr antworten auf du bist immer hier willkommen, auch wenn du nicht einkaufst. Es kann hier in den Bergen ziemlich einsam werden. Ja, dann komm doch mit zu mir. Meine Mitfarmerin schläft eh in ihrem eigenen Haus. Du kannst mit bei mir einziehen. Ich hab da Platz. Du hast gesagt, du reagierst nicht, du hast gedacht. Ich möchte gerne ein einfaches Fenster kaufen zum Mitnehmen. Ah, sehr gut. Ich gehe jetzt angeln. Da nervt wenigstens niemand. Stimmt, wir brauchen doch einen Fernseher für den Wetterbericht für die nächsten Tage. 700 kostet es. Bitte was? Wenn du einen Fernseher hast, kannst du einen Fernseher gucken, dann weißt du, wie morgen das Wetter wird immer. Das ist doch scheißegal. Nein, dann weißt du nämlich, wenn du zum Beispiel nicht, dann kannst du vorausplanen, das meine ich. Musst du an dem Tag nicht gießen, wenn am nächsten Tag schönes, regnerisches Wetter ist? Nee, aber du kannst dir zum Beispiel überlegen, dass du halt dann irgendwo was anderes machen gehst. Du kannst halt das schon, kannst du doch aber auch noch entscheiden. Nein, du musst das vorher wissen. Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Hey, der ist weggelaufen, wenn ich mit ihm rede. Und wo ist deine Spontanität? Welche Spontanität? Naja, also Wetter und so. Oh, du bist gerade eingezogen. Richtig cool. Warum laufen die alle weg, wenn ich mit denen rede? Was ist denn das? Ui, ich hab eine Sardelle. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Ja, ich bin ganz schön dumm, ne? Du Emo. Und ich hab passend dazu eine Miesmuschel gefunden. Ich bin keine Miesmuschel, ich habe nur einen Emo hier getroffen. Ich meinte auch den Emo. Emos sind Mieschmuscheln. Finster? Irgendwie schon. Manche von denen sind ganz schön witzig. Aber da darf ich nicht rein. Ich wollte eigentlich das Fragezeichen und nicht mit der Angel hier rumrennen. Oh, 3000 Stücke Holz brauchen wir für die Brücke. Ja. Wie viel Holz hier haben wir denn? Fremdes? Hallo. Ich hab zu viele. Lass dich von mir nicht stören. Ich lebe allein hier draußen. Wir haben noch lange keine 3000. Das kann ich dir schon mal verraten. Ja, 300 meine ich. Entschuldigung. Wir haben auch noch lange keine 300, wir haben vielleicht 100, wenn es hochkommt, glaube ich. Oder 150. Ja, deutlich weniger, weil ich ja die ganze Zeit Truhen drauf. Stimmt. Eine Truhe kostet ja 50. Hey, ich bin Sam, nett dich kennenzulernen. Ich Hallo, will Sam, die Mine. Du bist ein Hübscher. Oh, wir dürfen ja hinterher noch jemanden heiraten, oder? Ich weiß nicht, ob du jemanden heiraten darfst. Ich sowieso. Du darfst auch, aber du wirst keinen finden. Hast du die magische Miesmuschel gefunden, wird bei mir gerade gefragt. Nee, magisch habe ich nicht, nur eine normale. Ach, zum Schmied können wir auch noch schnell. Stimmt, da muss ich auch noch hin. Ach, der ist schon wieder zu, bis ich da unten bin. Ach, verdammter Mist. Der hat auch nur bis 16 Uhr offen. Der ist schon zu. Bin sogar ich zu spät. Ich fäll hier erstmal die Bäume auf den See. Wir verfreuden hier wertvolle Tage. Vielleicht sollten wir am Anfang doch ein paar mehr Sachen verkaufen, als ich das gerne hätte. Zurück zu meinem Holz. Ich habe Kupfererz gefunden. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Ich suche jetzt einen Musikkanal aus der ganzen Sache zu machen. Das ist ein Song, den gibt's schon. Ich und mein Holz. Ich weiß. Die besten Cover von The Line.
Nee, das wird nix. Ach, hier ist das Liebespärchen. Ich hab's gefunden. Weißt du, dass ich bei dir immer an die Bundes-Umweltministerin denken muss? Oder bei mir? Von der Leyen, ja. Die eine redet nicht mit mir, der Mann redet mit einem, aber die Frau nicht. Die ist ganz schön eingebildet, glaube ich. Mit mir redet sie. Du bist hier immer willkommen. Auch ja, das hat sie mir auch schon mal gesagt. Es kann hier in den Bergen ziemlich einsam werden, ja. Jetzt redet sie auch nicht mehr mit mir. Oder oben läuft noch ihr Sohn rum, den erwischt man immer super selten. Ja, den Emo, den habe ich gerade schon erwischt, ja. Kann man dem was schenken? Oh, warte hier. Mal, ich schenke ihm. Ich schenke ihm einen Zahnzapfen. Und danach schenke ich ihm eine Muschel, mal gucken, was er hat. Du hast ja bereits ein Geschenk gegeben, och Manu. Okay, die Muschel fand er uncool. Ich weiß auch nicht mehr, was. Mich hat er bloß Fragen angeguckt, wo ich ihm einen Tanzapfen geben wollte. Kann ich gar nicht verstehen. Ich will jetzt in die Mine, warum kann ich noch nicht in die Mine? Weil wir irgendeine Quest noch erledigen müssen dafür. Ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal allen Hallo sagen. War nicht die Hälfte vom Dorf schon in der Kneipe abends? Ja, ja, doch. Dachte ich immer. Die sind da jedenfalls sehr oft. Angst du jetzt auch schon wieder? Nee, ich hab was aufgehoben. Das macht's immer wupp. Ach so. Oh, hier ist noch eine Quest. Am Brett. Aushilfe gesucht. Ach so, hier. Da. Antrag angenommen. Du kriegst echt andere Quests als ich. Nee, das ist die Kartoffelquest. Die hast du schon angenommen. Haben wir jetzt beide. Ja. Voll, dann brauchen wir. Müssen wir aber auch den doppelten Kartoffeln an sie wahrscheinlich liefern. Ja, das ist ja nicht schlimm, ich habe ja extra 5 Stück gekauft. Ich habe den Schmied gefunden. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Genau wie du, ne? Ey, jetzt wäre man nicht aggressiv, ja? Ich meine auch den Schmied. So wie du den gesprochen hast, ist er ja völlig blem. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Ja, dann gib mal eins her. Gibt mir natürlich keins, muss ich natürlich selber bezahlen. Kann ich mir eigentlich hier Getränke kaufen? Nein, wir haben nur noch 7 Gold. So viel zum Thema, von 7 Gold kann ich eine Woche leben. Weißt du, wie viel ein Salat hier kostet? Nicht eine Woche Bier saufen halt. Weißt du, wie viel ein Salat und Brot hier kostet? Wann isst man in dem Spiel? Wir brauchen gar nichts zu essen. Eine Portion Spaghetti kostet 240 Gold. Oh, Spaghetti wäre jetzt geil. Ja, was, wo warst du? Ich bin in der Kneipe. Aber hier ist sonst, glaube ich, nicht. Oh, ich laufe jetzt hier mal wieder zurück. Ich bin auch sehr müde, ich wollte gerade sagen. Ich müsste mich langsam. Ich verbrate mal meine restliche Energie noch. Ich müsste mich langsam hinlegen. So kannst du eigentlich schlafen ohne mich? Du kannst auch ohne mich schlafen. Wir testen das jetzt mal aus. Du kannst auch ohne mich schlafen. So. Ich hab noch mal ein bisschen was verkauft, damit wir mehr Saatgut kaufen können, ne? Ach so.